So, hier sitzt dann einer von den jüngsten Teilnehmern von den Weltcup Juniors in Klittmüller. Würdest du dich gerne vorstellen mit Namen, Nachnamen und deinen Homespot? Ich bin Leon Metner und mein Homespot ist Heidkarte bei Kiel und sind zwar nicht so gute Bedingungen wie hier, aber macht trotzdem immer Spaß. Was für eine Kategorie bist du mitgesurft? Wave U15. U15? Ja. Und was ist dein Lieblingsspot? Waitara oder Posto und Klittmörder und Hansol. Sehr gut. Und wie ist es dir gegangen hier in die Nordsee-Klittmüller schwierigen Verhältnisse? Also es ging ganz gut. Also es hat sehr viel Spaß gemacht. Die Bedingungen waren auch am Sonntag sehr gut. Nur am Dienstag, da war es ein bisschen schwierig mit den auflandigen Bedingungen. Das stimmt, da war da auch wieder Strömung. Gell? Ja. Der Sonntag war ein sehr guter Tag. Da waren sicherlich so 6 bis 7 Windstärken und 2 bis 4 Meter Wellen. Und das muss für dich schon ganz schön herausfordernd gewesen sein. Ja, das war es auch. Hat Spaß gemacht? Ja, auf jeden Fall. Ich nehme an, dein Plan ist auch nächstes Jahr wieder nach Klittmüller zu kommen, um hier wieder teilzunehmen. Ja, auf jeden Fall. Und du willst auch nach Posso, auf Gran Canaria oder andere Events mitsurfen? Ja, mal Posso auf jeden Fall, vielleicht auch Teneriffa, mal gucken. Mal gucken. Ja, dann viel Glück. Danke.